ich persönlich bin ein sehr visueller Mensch und ich nehme ganz viele Umgebungsdinge wahr. Licht ist ein ganz großes Thema, ne? Also bei einem Spaziergang merkt man sofort, ach, da würde ich jetzt gern fotografieren. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, die man irgendwie unbewusst auch verarbeitet. Also das Spannende finde ich eigentlich die Kommunikation mit den Menschen, dass jeder Mensch anders ist und man einfach beim Fotografieren erstmal rausfinden muss, wie ticken die Leute. Das ist eigentlich das, was meinen Beruf so spannend macht. Ich glaube, dass die Leute spüren, dass wir das gerne machen und das lieben, was wir machen. Wenn du das gerne tust, was du machst, dann wird's gut. Ich glaube auch, dass man das in den Fotos irgendwie merkt oder spürt, dass da was transportiert wird. Es geht gar nicht so um das perfekte Bild, aber es ist ja wichtig für die Menschen, wo ich das Foto mache, dass für die perfekt ist. Und das ist mir eigentlich so das Wichtigste, die Emotionen zu transportieren. Ein Team von 7 Mädels und wir alle haben irgendwie eine Passion, eine Leidenschaft, die wir bei uns im Atelier nachgehen können. Was uns verbindet, ist eigentlich nicht nur die Arbeit, sondern auch eine Freundschaft. Ja? Das ist irgendwie eine große Familie. Die Leute kommen die Tür rein und man muss erstmal so ein bisschen fühlen, wie sind die Leute, die abholen da, wo sie sind. Und das ist eigentlich das, warum ich das so gerne mache, mit Menschen zu arbeiten. Das sind sehr emotionale Momente halt, ne, die mich natürlich auch immer mal wieder berühren. Kleidung und Deko ist mir überhaupt nicht egal. Also das ist somit einer der wichtigsten Komponenten, würde ich mal sagen, dass auch was mich und unsere Fotografie ausmacht, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Mir persönlich ist wichtig, dass die Leute was in der Hand halten. Ein Bild, was sie fühlen können, wo sie mit den Händen drüber gehen können. Also nicht nur in meinem beruflichen Umfeld ist mir das Zwischenmenschliche total wichtig, sondern auch in meinem Privaten. Also ich schöpfe meine Energie aus Treffen mit Freunden, aus guten Gesprächen. Ich heiße Katharina Müller und ich bin Fotografin.